Raketen im Garten, aber nicht ein einziges Feuerzeug oder Streichhölzer. Wofür brauchen wir eigentlich ein Handtuch? Mann, was war denn das? Da hat's gerade geraschelt. So, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von The Nightfall. Ja, bei mir ist es wieder mal mitten in der Nacht. Ich liebe es einfach zu dieser Zeit, also Horror-Games wirklich aufzunehmen, weil das ist das Feeling einfach am geilsten. Schön die Musik laut gedreht bei meinen Beats und die Atmosphäre richtig zelebrieren hier, ne? Also, ich muss leider noch dazu sagen, dass ich noch nicht wirklich verstanden habe. Also vielleicht bin ich einfach nur komplett behindert. Aber ich habe echt nicht verstanden, wie ich in dem Spiel hier abspeichern kann. Weil ich habe das Spiel jetzt vorhin wieder neu gestartet und war wieder ganz am Anfang gewesen. Ich habe gemerkt, dass die Zeit hier wirklich realistisch läuft. Also beziehungsweise alle 30 Sekunden vergeht hier in dem Spiel eine Minute. Und unser Ziel ist es ja wirklich, bis zum nächsten Tag durchzuhalten. Und anscheinend alle paar 10, 15 Minuten anscheinend passiert hier irgendwas in dem Haus. Wie jetzt zum Beispiel mit den Schuhen hier. Und genau. Unser Ziel das letzte Mal war ja gewesen, beziehungsweise ich bin immer noch auf der Suche nach diesen blöden Streichhölzern, weil ich gerne hier noch ein bisschen mehr Licht im Haus machen würde. Weil ansonsten ist mir das Ganze hier immer noch etwas zu dunkel. Also ich will ab und zu immer zwischendurch ein bisschen die Uhr im Auge behalten. Und ich hoffe, dass das so ein klein wenig vorhersehbar ist, wann was passieren wird. Und dass es nicht immer gerade so erschreckend kommt. Okay, ich glaube jetzt zwar nicht, dass hier im... Ich benötige Streichhölzer, ja, wenn ich das anzünden möchte. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass im Keller, beziehungsweise im Kinderzimmer, dass hier Streichhölzer liegen, aber am logischsten wäre es eigentlich, ja, höchstens im Bad eigentlich, oder... Die könnten ja überall liegen, oder im Wohnzimmer halt irgendwo in irgendeiner Schublade oder so. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Das ist halt das Schwierige, ne? Entweder alle Schubladen jetzt nochmal durchgucken. Aber... Ah, scheiße. Ja. Gut, da brauchen wir... Was ist das hier hinten? Steckdose, okay. Ich muss jetzt eigentlich fast nochmal durch die ganzen Räume gehen. Und wir können ja nicht wirklich viel was machen, außer hier halt die Bude zu überprüfen, beziehungsweise zu erkunden. Und zu hoffen, dass wir was finden, um weiterzukommen. Wir müssen ja die Nacht überleben. Durchstehen. Ich weiß nicht, kann man hier sterben? Das weiß ich nicht. Man kann rennen, das ist immer ein schlechtes Zeichen für Horror Games. Dann frage ich mich immer, was soll mir denn bitte nachrennen, dass ich rennen kann? Aber... Ja, Streichhölzer. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist hier Dings, ne? Im Nachttisch hier vielleicht. Kann man die Uhr irgendwie einstellen? Nicht, gell? Nee. Kann man nicht aufmachen. Wo könnte ich noch Streichhölzer finden? Das ist wieder ein Kleiderschrank. Ich frage mich sowieso, was ist denn das? Also ich meine, die kaufen sich ein Haus, ne? Eine ganze... Also entweder war das jetzt gerade ein Grafikfehler oder das Licht ist eben gerade angegangen, als ich hier rausgekommen bin. Oh, Leute. Weißt du, ich stelle mir da aber auch meistens immer Sachen vor, die gar nicht stimmen. Wie viel Uhr haben wir es denn? Mann, also echt, die hätten auch mal Lampen hier mutieren können, die ein bisschen heller sind, ja? Jetzt haben wir es kurz... Wieso läuten überhaupt draußen die Glocken, wenn es nicht mal halb ist? Was soll denn der Scheiß? Scheiße, und ich habe immer Angst, mich umzudrehen. Ich weiß halt nicht, wie schreckhaft das Spiel ist oder was das für einen bereithält. Ob da Jumpscares kommen oder einfach sich nur Sachen verändern. Aber ich habe manchmal echt Schiss, mich umzudrehen, Mann. Haben wir hier. Kerzen kannst du im Kerzenleuchter einsetzen. Okay, aber das bringt mir nichts, wenn ich keine Streichhölzer habe. Oh, scheiße, ey.
Ich muss auch probieren, ein bisschen die Kamera ein bisschen ruhiger zu halten. Das ist vielleicht auch angenehmer zum Gucken, wenn ich nicht die ganze Zeit so hin und her wackel. Was haben wir hier? Noch mehr Kerzen. Scheiße. Mann! Nichts. Gehen die Schubladen eigentlich auch wieder von alleine zu? Komme ich da nicht hinter? Ich will dahinter. Nee, die Schubladen gehen nicht von alleine zu. Die Lampe kann ich auch nirgends anmachen. Da kann ich Fenster aufmachen. Da hinten liegt nur eine Zigarre. Wie viel Uhr haben wir es jetzt? Halb. Scheiße. Halb neun. Ja gut, es ist halb neun am Abend, also... da passiert wahrscheinlich noch nichts, oder? Die Schuhe führen auf jeden Fall hier in das Zimmer. Vielleicht gibt es ja auch einen... Ich weiß, wo eure Kinder schlafen. Okay. Ich beobachte euch. Schon lange. Der Spiel... Ah, so speichert's. Also wirklich, in jeder halben Stunde speichert das Spiel. Scheiße, okay. Also ist da anscheinend irgend so eine Art Stalker oder sowas? Ich weiß es nicht. Aber ja, ich würde mich doch aufregen. Das ist immer so typisch in den Horrorfilmen, ne? Dann sieht die Frau oder der Mann, sehen irgendwas. Meistens ist es immer so die Frau. Es ist 20.30 Uhr, noch 9,5 Stunden bis zum Tagesanbruch. Genau. Da sieht die Frau irgendwas, irgendwelche paranormalen Aktivitäten und der Mann sagt dann nur so, oh, was war das? Oh, scheiße. Verarsch mich nicht. Ich will nicht aus dem Zimmer rausgehen. Ich weiß, wo eure Kinder schlafen. Ich beobachte euch. Schon lange. Oh, verpiss dich. Ich such dir eine andere Familie. Eben, was wollte ich sagen? Die Frau sieht irgendwas Paranormales oder irgend sowas, ne? Und, und der Mann sagt dann so, ja, komm, ist alles nicht so schlimm, kann man irgendwie erklären, das war der Wind und dies und das und... Ah, das regt mich dann immer so auf, weißt du? Hier genauso, die Frau findet so einen Brief, ja? Wo einer schreibt, ich weiß, wo eure Kinder schlafen und so. Und was macht die Frau hier, anstatt ihren Mann mal anzurufen? Hey, Dude, komm mal hierher, hilf mir, ich piss mir gleich in die Hose, hier ist ein Stalker oder sowas. Die Schuhe sind auch weg. Nö. Bleiben wir erstmal allein hier im Haus und erkunden hier die ganze Geschichte. Und probieren uns alleine mit ihm aufzunehmen. Also die hat gesagt, ich weiß, wo eure, wo deine Kinder schlafen. Soll ich jetzt hochgehen ins Kinderzimmer? Verdammte Scheiße, ich suche immer noch die scheiß Streichhölzer. Och, scheiße. Voll, ich hab Angst, um die Ecken zu gucken. Und dann steht da hinten dann irgendwo einer, Mann. Ich hab da keinen Bock drauf. Auf was habe ich mich hier wieder eingelassen? Mann, und die hat immer noch... Die soll ihre Zeit mal nutzen und lieber mal ein bisschen hier die scheiß Badewanne sauber machen. Sieht aus, als hätte einer reingekackt, ey. Ich reg mich hier richtig auf gerade. Ja, hier, einfach abhauen, rennen. Komm, einfach weg. Hier drüber springen und auf und davon. Machst du nicht, hä? So eine Scheiße. Die kann man anzünden. Ich benötige Streichhölzer, wenn ich das anzünde. Genau, aber ich habe keine Streichhölzer. Pack mal die Taschenlampe aus. Ah, die ist auch wieder so mega hell. Was haben wir hier? Haufenweise Kerzen.
Die haben ja tausend Sachen, was man mit Streichhölzern benutzen könnte. Kerzen, irgendwelche Leuchter, Raketen im Garten, aber nicht ein einziges Feuerzeug oder Streichhölzer. Wofür brauchen wir eigentlich ein Handtuch? Mann, was war denn das? Da hat's gerade geraschelt. Ey, ich geh wieder rein. Ich bleib nicht hier draußen. Oh, ich sehe jetzt schon. Die Zeit geht wieder um. Da komme ich nicht rein. Wieso bewegt denn der sich so? Hör doch mal auf damit. Scheiße, ey. Oh, ich muss hoch zu dem Kinderzimmer, ne? Oh, halt die Fresse, du Hund. Tut mir leid, Leute, ich bin einfach so extrem schreckhaft, was so Scheiße betrifft. Wo war denn das Kinderzimmer? Das war das Spielzimmer, das war das Elternzimmer, das war das Bad, das zweite, das war, glaube ich, da hinten das Kinderzimmer. Ey, hat die... Ey. Mann, mach doch die Tür wieder auf, du Bastard, ey. Hier ist das Bett. Hey, ey, stellt euch mal vor, da wäre jetzt einer hinter der Tür gestanden. Ich wäre durch die Decke gegangen. Kann man nichts machen. Ja, am Ende noch was unterm Bett. Ich sehe es jetzt schon. Da guckt dir gleich so eine Hand raus. Also hier ist nichts. Hast du was gesehen, Knuffel? Hä? Nicht? Fick dich. Mann, wo sind denn hier die Streichhölzer? Nicht das Licht ausschalten. Wie viel Uhr haben wir es? Gleich Viertel vor. Was sind das hier eigentlich für ein Zimmer? Keine Ahnung. Was haben wir denn da? Schuhe? Mann, die haben tausend Schuhe hier liegen. Streichhölzer! Jawohl! Hier noch Licht anschalten. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um das Inventar aufzurufen und bewege die Maustaste, um Gegenstände auszuwählen. Wir haben eine Kassette gefunden. So, erstmal hier. Oh, Gott sei Dank. Mal ein bisschen mehr Licht. Ich mache jetzt erstmal überall Licht hier. Hier hinten? Anmachen bitte. So. Gut. Oh, schon. Hey, ein Ticken besser. Nicht viel, aber ein Ticken besser. Scheiße. Es ist Viertel vor. Wo war denn nochmal ein... So ein scheiß Automat. Wo war denn der Automat? Das ist der Anrufbeantworter. Dieser Kassettenspielgerät, ey. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Viertel vor. Ja, die Stühle! Ja, hier ist doch jemand im Haus! Machen wir ein kleines Lagerfeuer. Oh, da liegt noch ein Zettel. Wollen wir den lesen? Sehr geehrter Mr. Hasen, hiermit bestätigen wir den Eingang Ihrer Kündigung des Miethauses in der 28 E Second Avenue. Wir bedauern Ihren Verlust und haben vollstes Verständnis dafür, dass Sie das Haus so schnell wie möglich verlassen möchten. Insbesondere, wenn man bedenkt, was in dem Haus direkt gegenüber geschehen ist. Den Mietvertrag können wir leider trotzdem erst vollständig auflösen, sobald ein Nachmieter gefunden worden ist. Familie Miller zeigte aber reges Interesse. Ihre Telefonnummer auf der separaten Visitenkarte anbei. Ob Sie die Millers über die vergangenen Vorfälle im Haus informieren möchten, überlasse ich selbstverständlich Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, Garrison Morph, Vermietung 5. Januar 1970. Okay, Leute. Es ist 9 Uhr und scheiße. Ja, ich beende an der Stelle jetzt den Part, weil wir sind jetzt auch bei 16 Minuten angekommen. Und scheiße.
Ey, ich habe so ein Kribbeln, wenn ich das spiele. Ich mache jetzt auch weiter und mache gerade den nächsten Part. Aber ich sehe schon was, wenn da irgendwas Erschreckendes kommt. Ich gehe durch die Decke. Nee, ich gehe durch die Decke. Ich hasse sowas. Das ist kein Fake. Ich hasse so Zeug. Aber ich mache es einfach gerne irgendwie. Weil ich liebe es, wenn mich ein Spiel so packen kann. Okay, also Leute. Ja, jetzt stehen die Stühle natürlich wieder richtig hier, ne? Gut. Wir haben noch eine Tonbandkassette, aber die hören wir uns das nächste Mal an. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, haut mir doch mal einen Daumen nach oben da oder schreibt mir was Nettes in die Kommentare, um mich ein klein wenig zu supporten. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wenn ihr das am Abend guckt, guckt das am Abend. Das ist am geilsten, am Abend zu gucken. Und wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.